Skoda zeigt auf der IAA in Frankfurt erstmals den komplett neuen Yeti. Frei nach dem Motto, aus 1 macht 2, kann der Kunde nun zwischen der herkömmlichen Variante und einem Offroad-Modell wählen. Letzteres ist an den dunklen Kunststoffelementen und am Unterfahrschutz zu erkennen. Allgemein ist das neue Design, das nun der aktuellen Skoda-Linienführung folgt. Der Rapid Spaceback feiert auf der IAA seine Weltpremiere. Mit der Fließheck-Variante wird das Rapid-Angebot ausgeweitet. Er ist nicht ohne Grund einer der Hoffnungsträger im schwächelnden europäischen Markt. Skoda hat den Spaceback speziell mit Blick auf die europäischen Kunden entwickelt. Er ist rund 20 cm kürzer als der bekannte Rapid, bietet aber in seiner Klasse Bestwerte in Sachen Raumökonomie. Mit unserem Rapid Spaceback sind wir natürlich in ein ganz neues Segment in Europa vorgetreten für Skoda. In das kompakte Hatchback-Segment, das größte Segment in Europa, hat fast 50% des gesamten Marktes. Mit dem Auto wollen wir aggressiv in den Marktanteilen weiter wachsen. Kofferraum, Skoda typisch konkurrenzlos groß, genauso wie der Innenraum konkurrenzlos groß. Und vom Innenraum total überarbeitet, jugendlich schick gemacht mit neuen Armaturleisten und auch mit einem tollen Lenkrad und wie Sie sehen, auch mit tollen Amperteilen, toll für junge Menschen, ein toller neuer Skoda. Und wer jetzt hofft, dass Skoda im Rapid Spaceback erstmals als Sonderausstattung diese vier attraktiven Beifahrerinnen anbietet, der muss jetzt ganz stark sein. In der Preisliste findet sich dieses Extra leider nicht.